Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen und stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr guckt gerade ein Video auf YouTube und der YouTuber fordert euch am Ende des Videos dazu auf, sein Video zu bewerten, entweder positiv oder negativ, es zu favorisieren oder ihn zu abonnieren. Ich denke mal, jeder von euch kennt diese Situation und ist nach ein paar Videos, wenn er immer wieder das Gleiche hört, auch ziemlich genervt davon. Und ich will euch jetzt in diesem Video einfach mal erklären, warum Leute danach fragen und es eigentlich auch gerechtfertigt ist. Viele von euch denken wahrscheinlich, dass die YouTuber das nur machen, weil sie klick- und geldgeil sind und eben ganz viele Aufrufe dadurch generieren wollen, um noch mehr Geld zu erlangen. Der springende Punkt dabei ist aber eigentlich, dass die YouTuber durch die Bewertung ihre Motivation fördern. Und ich finde, das ist eigentlich eine gerechte Gegenleistung zu der Arbeit, die ein YouTuber daran verbringt, das Video zu produzieren. Weil es ist nicht einfach dahingeschissen, dass man da ein Video hinterklatscht, dann kurz was rüberlabert und fertig ist. Da gehört noch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Und deswegen finde ich, wenn der YouTuber sich da hinsetzt und wirklich lange an einem Video arbeitet, wie ich das teilweise auch mache und wie das viele andere auch machen, dann ist es einfach gerechtfertigt, dass die Zuschauer, die im Prinzip 0% Gegenleistung bringen bisher, bevor das Video eben angeklickt wurde, es auch irgendwie bewerten dürfen und können, auch wenn es negativ ausfällt, damit der YouTuber eben weiß, ob die Art des Videos den Zuschauern gefällt oder eben nicht. Und wenn man nochmal den Punkt der Partnerschaft ansprechen möchte, die YouTuber, die sowieso kein Partner bei einem Netzwerk sind, bekommen ja eh kein Geld und machen das lediglich zur Motivation, weil sie daran Spaß dran haben. Und die YouTuber, die eben bei einem Netzwerk sind, bekommen das Geld auch nur für Aufrufe. Und die Bewertungen dienen trotzdem nur zur Orientierung, ob das Video gut angekommen ist oder eben nicht. Und dann kann der YouTuber sich halt hinsetzen und das eventuell verändern. Ja, das war eben mein Statement und hoffentlich auch eine Klarstellung für euch, dass ihr jetzt nicht denkt, nur weil jetzt jemand im Netzwerk ist und danach Bewertungen fragt, dass er direkt klick- und geldgeil ist. Ja, und das war's auch wieder von mir. Haut da rein und bis zum nächsten Mal.